Es wird der Tag eintreffen, an dem jede Seele diese Welt verlässt. An einem Tag, der 50.000 Jahre misst, wird jede Seele über das befragt werden, was sie zu tun pflegte, um festzustellen, wessen Bleibe das Paradies und wessen Bleibe die Hölle sein wird. Es gibt abgesehen von diesen beiden keine andere Option. Den Muslim können zwei Schicksale treffen. Entweder gewährt Allah subhanahu wa ta'ala ihm den direkten Eintritt in sein Paradies, oder er wird zunächst in der Hölle bestraft werden, bis Allah ihn von den dortigen, unbeschreiblichen Qualen erlöst und ebenfalls in sein Paradies eintreten lässt. Was aber jene angeht, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubten, seine Propheten, Gesandten und Botschaften verleugneten und diese Welt in diesem Zustand verließen, dessen ewige Bleibe wird das Höllenfeuer sein. In der Geschichte der Menschheit gab es viele Propheten und Gesandte. Doch der letzte und beste von ihnen ist unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihm offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala den Koran. Und jene, deren ewige Bleibe das Höllenfeuer ist, haben von diesem Koran gehört. Doch haben sie ihn weder als Allahs Worte akzeptiert, noch ihr Leben danach ausgerichtet. Wenn es ihre Ablehnung des Korans war, die sie in die Hölle führte, dann sollte sich uns doch umso mehr die Frage aufdrängen, welchen Stellenwert der Koran in unserem Leben hat. Wir bestätigen zwar, dass er das Wort Allahs ist und dass es nichts Wichtigeres und Heiligeres für uns gibt, aber was von diesen Worten zeigt sich tatsächlich in unserem Leben? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Koran ist ein erhörter Fürsprecher. Er ist aber auch ein Zuträger, dem vollkommener Glaube geschenkt wird. Wer ihn vor sich stellt, den führt er ins Paradies. Und wer ihn hinter sich lässt, den zieht er ins Feuer. In einem anderen Ausspruch sagte er sallallahu alaihi wasallam, der Koran wird ein Beweis für oder gegen dich sein. Die bittere Realität ist leider oftmals, dass wir dem Koran nicht die Aufmerksamkeit schenken, die ihm gebührt. Die Koran-Exemplare, die wir in unseren Regalen stehen haben, werden immer kreativer und schöner geschmückt. Sie haben immer den höchsten Platz im Regal. Aber beschäftigen tun wir uns nur wenig mit ihm. Versunken in diesseitigen Angelegenheiten meinen wir vielleicht, dass wir keine Zeit haben, um uns dem Koran zu widmen. Doch in unserem Inneren wissen wir, dass dies nichts mehr als eine Ausrede ist. So wie unser Körper Nahrung und Sauerstoff braucht, damit wir nicht sterben, so braucht unser Herz den Koran, damit es nicht stirbt. Statt Ausreden zu suchen, warum wir dem Koran keine Aufmerksamkeit schenken, sollten wir Wege finden, uns trotz der anderen Herausforderungen im Leben mit ihm auseinanderzusetzen. Hasan al-Basri rahimullah überliefert, dass Uthman ibn Affan radiallahu anh folgendes sagte: Wären unsere Herzen rein, würden wir nie genug von den Worten unseres Herrn haben. Ich bedauerte jeden Tag, an dem ich den Koran nicht las. Wie kann eine lebende Person auch genug von den Worten desjenigen bekommen, den sie liebt? Das Einzige, was diese Person begehrt, ist dies. Der Koran war für die Sahaba das Wichtigste in ihrem Leben. Sie behandelten ihn mit Hochachtung und tiefstem Respekt. Niemals vernachlässigten sie ihn und nichts stellten sie über ihn. Ihre Gedanken kreisten um ihn und ihre Handlungen waren an ihn gebunden. Auch wenn der Umgang der Sahaba mit dem Koran ein gebührender war, so traf dies nicht auf das gesamte Volk von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Und der Gesandte sagt, O mein Herr, mein Volk miet diesen Koran unter Missachtung. Das Wort, welches Allah für unter Missachtung verwendet, ist Mahjuran, was so viel bedeutet wie herabwürdigen, den Rücken kehren, verlassen, geringschätzen oder verachten. Imam Qurtubi rahmatullah alayh schreibt in seinem Tafsir dazu, und bei diesem Hadith sollten wir die Ohren spitzen. Anas radiallahu anh berichtet, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer den Koran lernt, lehrt und seinen Mushaf
später auffängt und seine Beziehung mit ihm nicht pflegt und ihn nicht beachtet, dem wird der Mus'haf am Tage der Auferstehung begegnen und er wird sagen, Ya Rabbil Alamin, O Herr der Welten, dieser, dein Diener, hat mich verlassen. Richte zwischen mir und ihm. Ist es denn nicht zum Fürchten, dass der Koran am Tage der Auferstehung unser Gegner sein könnte? Selbst jene, die einst pflegten, den Koran zu lernen und zu lehren, sich aber später von dem Umgang mit ihm abwendeten und ihm den Rücken kehrten, müssen sich davor fürchten, dass dieser Koran gegen sie aussagen wird. So müssen wir uns die Frage stellen, ob die Stellung des Korans und die Zeit, die wir der Beschäftigung mit ihm widmen, ansatzweise ausreichend ist. Wenn wir zur Erkenntnis gelangen, dass dem nicht so ist, müssen wir unmittelbar nach dieser Erkenntnis Schritte einleiten, um dieses Problem zu beheben. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, verbindet euch mit dem Koran. Denn bei dem, in dessen Hand die Seele Mohammeds liegt, er entweicht schneller als Kamele aus ihren Fesseln. Wenn der Kamelbesitzer nicht stets darauf achten würde, dass seine Kamele richtig angebunden sind, würden sie früher oder später aus ihren Fesseln entweichen und davonlaufen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt uns aber, dass der Koran sogar noch schneller entweicht. Für uns bedeutet das, dass wir unsere Bindung zu ihm stets pflegen und ihn zu einem festen Bestandteil unseres alltäglichen Lebens machen sollten. Ob wir ihn lesen, auswendig lernen oder die Erläuterung der Verse studieren, er muss unser permanenter und ewiger Begleiter sein.